Hallo, Harald hier von African Gym Travel, grüßt euch. Und es ist mal wieder eine Woche rum, ein neues Video in unserer African Gym Travel Safari Kanal Reihe. Und diesmal geht es um die Kosten beim Einkaufen oder beim Tanken in Namibia. Das ist gerade für die Selbstfahrer interessant, weil die fragen uns sehr oft, ja, was haben wir denn für Kosten noch in Namibia? Was zahlen wir für einen Liter Sprit oder wenn wir einkaufen gehen und, und. Und unsere Bianca aus unserem Namibia-Büro wird euch im Anschluss an diesem Video einmal durch die Marua Mall führen, beziehungsweise durch den Spar im Marua Mall. Und ja, wenn ihr auch mal eine Selbstfahrerreise durch Namibia machen wollt oder eine andere Reise ins südliche oder östliche Afrika, dann lege ich euch unseren Katalog bzw. unsere Imagebroschüre ans Herz. Könnt ihr ganz normal anfordern bei uns und die kommt dann kostenfrei per Post. Und ja, wenn euch das Video interessiert, dann bleibt einfach dran. Und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn das nächste Video erscheint. Bye, bye. Von African Dream Travel hier aus Windhoek, Namibia, und wie ihr hinter mir sehen könnt, ist die Marua Super Spar, und wir möchten euch heute einfach kurz zeigen, was so mit Einkaufen ist und was man alles so beachten muss beim Einkaufen und euch einfach mal eine Idee geben, was in so einem Supermarkt steckt. Und wie ihr auch hinter mir sehen könnt, ich drehe jetzt mal kurz um, ist hier super viel Parkplatz hinter uns und hier sind auch so Security Guards, die dann auch dein Auto aufpassen. Also von daher ist das total sicher und ihr könnt in Ruhe einkaufen. So, wir gehen jetzt kurz nach innen, um euch ein paar Videos zu machen, und viel Spaß beim Zugucken. Gerade neben den Nambo, der hat ganz schön nach unserem Auto geguckt, und ich gebe denen jetzt ein Trinkgeld, irgendwas zwischen 5 und 10 Namibia-Dollar ist in Ordnung. Und ja, wie ihr sehen könnt, die haben immer schöne Uniformen an und sind gut zu erkennen, und die passen euren Auto auf beim Einkaufen. So, ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle im Pionierspark, und wir möchten euch kurz erklären, wie es so geht mit Tanken in Namibia. Also sehr wichtig ist, dass ihr nicht selber tankt, sondern hier ist immer ein Tankjockey, der hier in der Gegend ist und euch hilft. Die haben auch immer Uniformen an und die machen dann für euch den Sprit rein. Immer darauf achten, dass wenn ein Benzinauto ist, das Benzin reinkommt, und wenn das ein Dieselfahrzeug ist, Diesel. Diesel kostet zurzeit 16 Namibia Dollar und 10 Cent und der Benzin kostet 16 Namibia Dollar und 70 Cent. Und natürlich hier auch an der Tankstelle putzen die eure Fenster, und die können auch die Reifen pumpen. Und ja,
Also immer wichtig, wenn die mal fertig mit tanken sind oder die Scheibe geputzt haben, denen dann auch ein kleines Trinkgeld zu geben. Supi, bis dann, ciao! Wenn euch dieses Video jetzt gefällt, wie immer, like, subscribe und share. Genau.